Hallo Freunde! Vor 6 Monaten wusste niemand, was ein Fidget Spinner ist. Dann brach der Hype um das neue Handspielzeug aus. Mittlerweile werden die Handkreisel an Schulen sogar schon verboten. Dabei sind sie eigentlich so konstruiert worden, dass sie Stress und Nervosität reduzieren, während man trotzdem auf eine andere Aufgabe konzentriert sein kann. Heute möchte ich dir einige davon zeigen. Die Preise reichen hierbei von 5 Euro bis hin zu satten 10.000 Euro. Los geht's! Fidget Spinner Shuriken. Hast du auch nur einmal Overwatch gespielt, müsste dir dieser Fidget Spinner direkt bekannt vorkommen. Er sieht den Shuriken von Genji verblüffend ähnlich. Der Shuriken Spinner wurde aus einer sauber ausgearbeiteten Zinklegierung hergestellt. Von Spitze zu Spitze gemessen ist er 13,5 cm lang. Es gibt ihn in 2 Farbvarianten, einmal in Silber und einmal in Gold. Aber bevor man sich so ein Ding anschafft, sollte man wissen, dass die Spitzen relativ scharf sind und somit nicht einfach in der Hosentasche transportiert werden können. Diesen Fidget Spinner gibt es in einer Preisspanne von 8 bis 20 Euro. Es gibt auch noch eine andere Variante ohne Loch in der Mitte für 5 Euro. Diese kann man auch ohne Probleme transportieren, da die Spitzen eher abgerundet sind. Regenbogen-Fidget Spinner. Fidget Spinner können aus den verschiedensten Materialien bestehen. Doch die Regenbogenspinner bestehen fast alle aus Metall, welches je nach Blickwinkel eine andere Farbe aufweist. Die Regenbogenspinner gibt es in einer Preisspanne von 15 bis 70 Euro. Sie sind sehr leicht und können mit nur einer einzigen Drehung eine Laufzeit von bis zu 5 Minuten erreichen. Ich verlinke euch mal den Amazon-Link zu einem der momentan besten Regenbogenspinner unten in die Beschreibung. Hier noch ein paar allgemeine Infos. Die Grundmodelle gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen, dem Dual Bar Spinner und dem Tree Bar Spinner. Bei der Dual-Variante gehen von dem Kugellager in der Mitte 2 Streben aus, während die Tree Bar Ausführung über 3 Arme verfügt. Was jedoch alle Fidget Spinner gemeinsam haben, sind die Gewichte sowie das Kugellager aus Metall. In der Regel ist das Kugellager durch eine Kunststoffkappe mit glatter oder leicht angerauter Oberfläche bedeckt. Diese Kappe sorgt für optimale Haptik, schützt das Kugellager vor Staub und Schmutz und verhindert, dass das Kugellager durch die Finger ausgebremst wird. Es gibt jedoch auch fortgeschrittene Modelle ohne eine solche Kappe. LED-Spinner. Will man unter der Fidget-Spinner-Masse hervorstechen, ist der mit LEDs bestückte Fidget-Spinner auf jeden Fall eine Überlegung wert. Die LEDs leuchten in den verschiedensten Farben. Des Weiteren kann man bestimmte Farbeinstellungen vornehmen, um die Art der Beleuchtung zu verändern. Jeder der 3 Arme verfügt hierzu einen Knopf an der Leuchtfläche. Der LED-Fidget-Spinner wiegt ungefähr 40 Gramm und hat einen Durchmesser von 7,8 cm. Meiner Meinung nach einer der coolsten. Die LED-Spinner gibt es in fast jeder Preisklasse. Die meisten siedeln sich zwischen 4 bis 15 Euro an. Icebin-Spinner. Der Icebin-Spinner hat 18 kleine Ringe, von denen jeweils 3 an jedem Kopf sitzen. Die grünen Ringe leuchten im Dunkeln. Der Spinner besteht hauptsächlich aus Messingteilen. Nur das Lager besteht aus Edelstahl. Je nach Belieben kann man die Köpfe ab- und wieder dran schrauben. Das heißt, du kannst mit 2, 3, 4 oder 6 Köpfen drehen. Die Drehzeit bei diesem Spinner liegt zwischen 3 und 5 Minuten. Der Icebin-Spinner ist nahezu lautlos und liegt gut ausgeglichen beim Spinnen auf der Hand. Er kostet ca. 20 Euro, vorausgesetzt man fällt nicht auf irgendeine Fälschung rein. 5 Euro Fidget Spinner. Die günstigen Fidget Spinner sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Sie schneiden in den meisten Fällen bei der Laufzeit sogar ziemlich gut ab. Man findet sie überall im Internet und so gut wie in allen Farben und Formen. Umgeben sind die Kugellager von einem Gehäuse aus ABS-Kunststoff, einem Material, das vor allem beim 3D-Druck verwendet wird. Zwar sitzen die Kugellager fest und das Gehäuse wirkt auch solide, man merkt allerdings, dass man kein hochwertig gefertigtes Gadget vor sich hat. Diamant-Fidget-Spinner. Der Rahmen dieses Spinners besteht hauptsächlich aus echtem Silber und wie man auf dem Bild sehen kann, sind kleine Diamanten kreisförmig um die Lager an den 3 Armen eingearbeitet. Bis auf billige Nachbildungen gibt es momentan nur einen einzigen Spinner dieser Art. Es gibt nicht viele Informationen über den echten Diamant-Spinner, außer dass er eine Spezialanfertigung für eine Person mit dem nötigen Kleingeld war. Der aufgrund der verwendeten Materialien geschätzte Wert beträgt etwa 10.000 Euro. Dafür kann man sich schon so manch ein Auto kaufen. Der Diamant-Spinner soll angeblich besonders schnell und ausdauernd sein. Bis zu 7 Minuten soll er ohne Probleme hinbekommen. Momentan dreht das Internet aufgrund dieser Teile richtig durch. Ich muss zugeben, sie sind schon irgendwie lustig. Und was ich nicht gedacht hätte, sie helfen tatsächlich gegen Stress und Nervosität. Also falls du mal vor einer Prüfung oder einem Test ein wenig abschalten willst, sind Fidget Spinner vielleicht das Richtige für dich. Falls du bereits einen oder mehrere besitzt, teile uns doch deine Sammlung und deine Erfahrungen mit den Spinnern in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.